Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich halte die Begrüßungsformel kurz, weil wir heute ein ordentliches Programm vor uns haben. Es freut mich sehr, Sie alle zur Tagung unter dem Titel Criminal Law Discourse of the Interconnected Society begrüßen zu dürfen. Die Tagung bildet den Abschluss des vom Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft im Rahmen der Ausschreibung Zukunftsdiskurse geförderten Projekts. Ein wichtiges Element der Ausschreibung war, dass man mit den Ergebnissen an die Öffentlichkeit, die Praxis und in unserem Fall auch die Rechtspolitik herantritt und in den Diskurs geht. Es freut uns daher ganz besonders, dass wir Herrn Ministerialdirektor Dr. Böhm vom BMJV heute hier begrüßen können, der Leiter der Abteilung 2 ist. Es ist erfahrungsgemäß sehr schwierig, Praktiker zu Tagungen zu locken. Meist lasten die Aktenberge zu schwer auf den Tischen, so auch hier. Wir haben Justiz und Polizeien quer durch Deutschland angeschrieben, wie im Übrigen auch Journalisten und Politiker. Heute finden allerdings allein im Bereich des Strafrechts 4 weitere Tagungen statt. Also es ist ein ganz besonderer Freitag, was es uns aber nicht leichter gemacht hat. Wissen konnten wir das nicht, als wir vor 1,5 Jahren diesen Raum reserviert haben. Wir nehmen dennoch den Diskurs auf. Ob und wie Wissenschaft an die Öffentlichkeit vermittelt werden soll, ist derzeit ja ein hochdiskutiertes Thema. Zuletzt beispielsweise prominent ausgebreitet im Tagesspiegel und der FAZ Donnerstag und Freitag vergangene Woche, angestoßen durch die Forderung der Bildungsministerin Karliczek, die an die sogenannte PUSH-Initiative, Public Understanding of Science and Humanities, denken lässt, aus Anfang der 2000er. Wir sind, egal wie man dazu steht, im Sinne der Ausschreibung jedenfalls sehr dankbar für die Möglichkeiten, die wir jetzt durchs Interconnected-Zeitalter haben, also dafür, dass wir auch per Twitter, Videostream und last but not least in Form der guten alten Publikation im Nachgang der Tagung auch noch durch unsere Ergebnisse informieren können und in den Diskurs treten können. Damit der Dank nicht zu kurz kommt, wer weiß, wer am Freitagnachmittag heute noch da ist und zuhören kann, möchte ich einen Teil des Danks ausnahmsweise vorziehen. Ich danke meinen Mitarbeiterinnen, zum einen Lucia Sommerer für die Mitkonzeption dieses Forschungsantrags vor 2 Jahren und aktuell auch für die Mitarbeit an diesem Vortrag, wie auch Miriam Mayer, die im ganzen letzten Jahr das Forschungsprojekt, ich sage mal hier, umsichtigst betreut hat, uns Forschende immer wieder angeschrieben hat, angemahnt hat, dass wir wirklich zusammenarbeiten und am Ball bleiben. Das ist ein Zwischenapplaus schon mal fällig. Dank gebührt auch den beiden Hilfskräften im Projekt, Frau Kreschens und Frau Siebmann, wie meinem ganzen Lehrstuhl. Ich habe wirklich Glück, was ich hier für ein tolles Team habe und mit denen darf ich zusammenarbeiten. Am wichtigsten ist aber, dass ich allen Teilnehmerinnen des CLADIS-Projekts von ganzem Herzen danke, durch die das überhaupt erst möglich geworden ist und die schon zu Beginn, als ich angefangen habe, den Antrag zu schreiben, gesagt haben, ja, da machen wir mit. Also danke euch allen ganz herzlich. Ich freue mich auch sehr, dass wir so tolle Kommentierende und Moderierende gewinnen konnten, die den Diskurs anstoßen. Und nach unserem Konzept für heute gehen wir dann nach den Comments in den Diskurs, indem wir die Podiumsdiskussionen eröffnen und die Diskussionen sollen auch im Zentrum stehen. Daher sind unsere Referate Blitzlichter, die keinesfalls länger als 10 Minuten dauern dürfen. Es gibt gelbe und rote Karten, es gibt auch Zettel mit noch 2 Minuten, noch 1 Minute. Ich hoffe aber, dass allein das Wissen um diese Hilfsmittel schon ausreicht, die Abschreckungswirkung, dass sich alle normkonform verhalten. Das hiesige Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, eine strafrechtliche Perspektive auf die Interconnected Society zu richten. Ich selbst habe nun die Aufgabe, diese Tagung mit meinem Referat einzustimmen und möchte dies unter einem rechtssoziologischen Blickwinkel tun, da Ausgangspunkt ja das Phänomen der Interconnected Society ist. Nun also mein eigentlicher Vortrag. Globalisierung und Ausbreitung von Kommunikationstechnologien beeinflussen die Rechtswirklichkeit grundlegend. Die Schwierigkeit, die Auswirkung dieser Entwicklungen auf das Recht einzuschätzen, liegt gerade in der Allumfassenheit und Tiefe und gleichzeitig der teilweisen Unsichtbarkeit, zum Beispiel Datenströme, dieser Veränderungen. Führt diese veränderte Rechtswirklichkeit in Form der Vernetzung der Welt dazu, dass als Bewältigungsstrategie ein neues Strafrechtsmodell zu beobachten ist? Klar ist, dass eine soziologisch externe Perspektive nicht direkt in eine Legitimationsgrundlage für neue Strafnormen übertragen werden kann. Und dennoch kann eine solch externe Perspektive auf das Recht aufschlussreich sein, gerade auch für juridische Wertungen im System der Kriminalitätskontrolle.
sehen Sie mein Referat also als einen von mir gewagten rechtssoziologischen Impuls. Der Begriff der Interconnected Society beschreibt in einer ersten Annäherung die Selbsttransformation der Gesellschaft und den damit verbundenen Anstieg von Komplexität durch die Megatrends Globalisierung und Digitalisierung. Das Ergebnis ist eine multidimensionale Konnektivität aller gesellschaftlichen Akteure. Gleichzeitig vernetzen wir uns nicht nur mit anderen Menschen, sondern zunehmend mit leblosen, smarten Objekten im Internet der Dinge. Das Digitale gestaltet unser Leben, Algorithmen bestimmen. Ulrich Beck hat in diesem Zusammenhang einen kosmopolitischen Imperativ formuliert. Das andere Fremde gibt es nicht mehr, es weilt in unserer Mitte, unabhängig davon, wer gerade als wir spricht. Alle sind miteinander verbunden, miteinander konfrontiert und einander ausgeliefert. Doch das soll nicht heißen, dass die globale Interconnected Society als Wertegemeinschaft gedacht werden soll, die als solche Grundlage für ein neues Rechts- und Präventionskonzept in Betracht kommen könnte. Vielmehr haben hochdynamische soziale Netzwerke die Wertepole der Weltgesellschaft, jedenfalls jenseits der Core Crimes im Völkerstrafrecht, weiter auseinanderdriften lassen. Die mittlerweile allseits bekannten Eco-Chambers verstärken vorrangig die jeweils eigenen Werte und stärken eine Zersplitterung in einzelne gesellschaftliche Gruppen, Tribalism. Eine Systematisierung sowie eine Vereinheitlichung von Rechtsordnungen, wie sie etwa vom Europarecht angestrebt wird, ist vor diesem Hintergrund zunehmend erschwert. Näher liegt für die vernetzte Weltgesellschaft an der Kategorie des Risikos anzuknüpfen. Die zunehmend jeden und alles miteinander verbindende Konnektivität schafft ungewollte und unbekannte Nebeneffekte, die potenziell jeden treffen können. Als Risikengesellschaft sind wir angesichts unserer geteilten Risiken doch wieder darauf angewiesen, das Recht der Interconnected Society gemeinsam, auch länderübergreifend, zu gestalten. Vor dem Hintergrund der damit verbundenen Spannungen ist fraglich, wie unsere Strafrechtsordnung nun auf die beschriebenen Tendenzen reagieren kann. Um die Entwicklung des Rechts in der Interconnected Society besser beschreiben zu können, bietet sich aus rechtssoziologischer Sicht die aus der Botanik entliehene Metapher des Rhizoms an. Das Rhizom wird verstanden als unendliches dynamisches Wurzelgeflecht ohne Hauptader, also ein besonders expansives Netzwerk. Als solches bildet es den zentralen Begriff der Philosophie von Gilles Deleuze und Félix Guattari. Der Fokus liegt dann also im Bereich des Rechts auf der Analyse des verwobenen Nebeneinanders fragmentierter und pluralisierter Rechtsordnungen. Der Begriff Rhizom steht im Gegensatz zu einem starren Wissensfortschritt, wie er in der klassischen Logik des Baums des Wissens angelegt ist. In einer rhizomatischen Betrachtung kommt es zu einem zufälligen, vernetzten Wachstum des Wissens dort, wo es benötigt wird. Im Baummodell ist Wissen hingegen hierarchisch organisiert. Das Rhizom beschreibt dezentrale Strukturen. Es gibt nicht den einen Akteur, der das Netz als Ganzes erschafft. Was Deleuze und Guattari als derlei Vernetzung so bereits in einer analogen Welt der 70er Jahre beschrieben haben, findet sich heute potenziert in der Interconnectedness der Welt. Der Begriff des Rhizoms kann dabei im Bereich des Strafrechts in zweierlei Hinsicht relevant werden. Einerseits als empirisches Phänomen, andererseits aber auch als mögliche Bewältigungsstrategie der spezifischen Herausforderung der Interconnected Society. Das Rhizom als empirisches Phänomen. Ein Phänomen, an dem sich eine rhizomatische Rechtsfindung darstellen lässt, ist beispielsweise die transnationale Verflechtung höchstrichterlicher Strafrechtsprechung. Also die Struktur, die sich aus den rechtsvergleichenden Verweisen der verschiedensten obersten Gerichte auf Urteile anderer oberster Gerichte ergibt. So ergab eine Untersuchung von Paulsen aus dem Jahr 2009, dass rechtsvergleichende Argumente allgemein in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts stark zugenommen haben. Ein strafrechtliches Beispiel hierfür ist etwa das Inzesturteil des Bundesverfassungsgerichts, in dem dieses Bezug auf die Rechtslage in anderen Ländern genommen hat, wobei sich hier meines Erachtens zu Unrecht eher moralisierende und punitive Argumente durchgesetzt haben. Ein weiteres Beispiel für ein Rhizomstrafrecht ist das veränderte Recht der Sicherungsverwahrung durch die verwobene Rechtsprechung von EGMR und Bundesverfassungsgericht.
Diese rhizomatische Anlage des Rechts wird nun durch die Interconnected Society, nicht zuletzt durch die digitale Verfügbarkeit der globalen Medien des Rechts, Stichwort Datenbanken, Juris, in besonderem Maße aktiviert. Ich komme zum zweiten Gedanken, dem Rhizom als Bewältigungsstrategie des Rechts. Das neue, unter anderem auch Risiken behaftete Umfeld der zunehmend komplexen Interconnected Society überfordert das einzelne Individuum, den einzelnen Nationalstaat sowie seine traditionellen Institutionen des Rechtssystems. Die Interconnected Society zwingt so den Staat quasi, in bzw. mit Rhizomstrukturen zu arbeiten. Big Data kann dabei als Prototyp eines rhizomatisch-traversalen, interrelationalen Netzwerks gesehen werden, innerhalb dessen der Staat gerade nicht mehr der primäre Akteur ist. Die Interconnected Society produziert strukturelle Datenabhängigkeiten, derer sich auch der Staat nicht entziehen kann, über die er aber erst die Herrschaft gewinnen muss. Das Rhizom überholt gewissermaßen den Leviathan. Welche Probleme es aufwirft, wenn sich der Staat Big Data zu eigen macht, zeigt sich im Bereich der Kriminalitätskontrolle, beim staatlichen Zugriff auf das immer größer werdende Netz an Daten, etwa zur Straftatprognose extremistischer Gewalttäter. Prognosen hören wir später auch noch was gesondert. Es besteht also die Gefahr zunehmender Loslösung von unmittelbar staatlicher Kontrolle. Das Rechtssystem kann aus einer Rhizomperspektive heraus, so könnte man kritisch anmerken, statt praktiziert nur noch als Phänomen observiert werden. Herausforderung der Interconnected Society ist es deshalb, Organisationsformen und Prozesse zu finden und zuzulassen, bei denen einerseits eine Offenheit für vernetzte Einflüsse besteht und andererseits hinreichend staatliche Kontrolle und demokratische Verantwortung gesichert bleibt. Was ist mit der Rechtswissenschaft in der Interconnected Society? Von Vorteil ist für uns als Wissenschaftlerinnen, dass die Wissenschaft als gesellschaftlicher Teilbereich schon länger in einem weltweiten Kommunikationszusammenhang steht, innerhalb dessen sich immer wieder themenabhängige Netzwerkstrukturen bilden. Diese Imitierung der Interconnected Society scheint der in Zukunft einzig gangbare Weg. Es mag etwas fatalistisch klingen, aber es ist Thomas Festing zuzustimmen, wenn er schreibt, die neue Kultur der Netzwerke ist unser Schicksal. Dem steht leider heute noch allzu oft das Selbstverständnis der Rechtswissenschaft als einer nach außen abgeschlossenen Disziplin entgegen. Sinnvoller ist es, Fächergrenzen unserer Disziplinen nicht länger als Trennlinien, sondern als Kontaktzone auch für interdisziplinäre Kommunikation aufzufassen. Nur in der Vernetzung, auch innerhalb des Fachs, wird sich auf die lange Sicht noch sinnvoll Wissen produzieren lassen. Mit GLADIS sollen diese guten Vorsätze in die Praxis umgesetzt werden, um einen weiteren Schritt zu gehen, mit dem den Dimensionen der Interconnected Society aus strafrechtlicher Sicht Rechnung getragen wird. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.